Weiter geht's mit einer neuen Folge Horizon Forbidden West an diesem Montagmorgen. Ich wünsche euch natürlich einen schönen Wochenstart und an all die Leute, die die letzten Videos so zahlreich bewertet haben. Ein riesen Dankeschön, wir machen jetzt weiter und zwar können wir mit ihm hier noch reden, mit Cortallo. Aloy. Schön, dich zu sehen. Ich schätze, du hast eine Menge Fragen? Ich wurde über den Feind und seine Absichten informiert. Deine Freunde zeigten mir die Vision, die du hier aufbewahrst. Gaia. Und gaben mir diesen Fokus. Ich gebe nicht vor, alles komplett zu verstehen. Ich muss nur wissen, wo ich trainieren und wann ich kämpfen muss. Na dann, willkommen im Team. Ui, mit ihm haben wir das Gleiche nochmal zu bereden wie mit den anderen. Du sagtest, das Bollwerk war vor langer Zeit deine Heimat. Dass du Teil des Himmelsklans warst. Ja. Mehr willst du nicht sagen? Na gut, wie du meinst. Meine Eltern wurden bei einem Clankampf getötet, also wuchs ich bei meinem Trupp auf. Als ich älter wurde, machte ich mir einen Namen als fähiger Kämpfer. Tecote war mir besonders zugetan. Ich kämpfte an seiner Seite gegen die Kaja und führte meinen Trupp auf einer gefährlichen Tour in den Schrecken. Ich war es, der von der Ostseite die Tore von Fahrlicht öffnete, so dass die Tenaktes zerstören konnten. Hat dir sicher Aufmerksamkeit verschafft. Allerdings. Ich wurde zu Hause begrüßt wie ein Held. Und ich war zufrieden. Warum bist du gegangen? Ich wurde zum Marschall. Wieso hast du den Himmelsklan verlassen, um Marschall zu werden? Ich wurde von Tecote zur Kulrut entsandt. Damals hätte ich jeden seiner Befehle befolgt. Ich glaubte ihm, wie man einem Vater glaubt. Ich war zu blind, die Angst in seinen Augen zu sehen. Angst vor einem aufsteigenden jungen Krieger, der die Führung beanspruchen könnte. Ich kam als Held von der Schlacht bei Fahrlicht zurück. Doch für ihn war ich nur eine Bedrohung. Es kam ihm nicht in den Sinn, dass ich kein Interesse hatte, weiter aufzusteigen. Wieso dachte Tecote, du würdest keine Bedrohung für ihn, wenn er dich zur Kulrut sandte? Tecote wusste, dass wenn ich die Kulrut überlebte, gezwungen wäre, den Clan zu verlassen und den Tenakt zu dienen. Ich hätte seinen Befehl nie anzweifeln dürfen, selbst wenn ich gewollt hätte. Nach unserem Sieg bei Fahrlicht sprach Tecote zu unserem Volk. Es sei egoistisch, Hecaro und den Marschällen einen Krieger wie mich vorzuenthalten, obwohl er genau wusste, dass ich nicht die Absicht hatte, je fortzugehen. Es war im Exil, getarnt als Ehre. Eins, das ich nicht ausschlagen konnte. Also wurde ich Marschall und blickte nie zurück. Tut mir leid, was du durchgemacht hast. Mir nicht. Obwohl es mich damals schmerzte, war es mein Schicksal, Marschall zu sein. Als wir beim Bollwerk waren, erwähnten die Wachen etwas von den Flügeln der Zehen. Hecaro erwähnte es auch bei der Kulrut. Und Dekka auch. Was heißt das? Den Visionen nach flogen die Zehen auf großen Metallmaschinen mit Flügeln und stürzten sich aus dem Himmel in die Schlacht. Für uns ist es der höchste Ausdruck kämpferischen Mutes, dies nachzumachen. Und deshalb springen die Herausforderer bei der Kulrut in die Arena. Als Kind habe ich mir das oft vorgestellt. Das Gefühl von Freiheit. Und die Ehrfurcht, die es bewirkt haben muss. Was hat Häuptling Hecaro gesagt, als du ihm sagtest, dass du zu mir stößt? Du hast beim Hain Rebellenblut vergossen und geholfen, die Clans zu einen. Viel mehr musste nicht gesagt werden. Er hat es verstanden. Na dann. Welch Ehre, dass er mir seinen besten Marschall ausleiht. Wenigstens eine Zeit lang. Wie wahr. Was siehst du dir da drüben an? Die anderen haben mir geholfen, die Symbole zu entziffern, die der Fokus zeigt. Also habe ich versucht, die Waffe zu verstehen, die du gegen den Feind einsetzen willst. Dieser Hephaestus. Ist er in der Lage, Maschinen herzustellen? Die Gaia gehorchen? Ja. Wie viele? So viele wir brauchen. Solche Macht.
Hat die Welt je dergleichen gesehen? Jetzt, da du weißt, wer der Feind ist, hast du irgendwelche Fragen? Ich gebe zu, es fällt mir schwer zu begreifen. Aus dem Himmel. Und unverwundbar. Noch. Ich überlasse die Strategie dir. Du wirst meine Klinge einsetzen, wo sie am tiefsten schneidet. Du hast jetzt einige Zeit mit dem Trupp verbracht. Was denkst du? Ich war etwas überrascht, hier eine Utaru zu sehen. Bauern sind keine effektiven Soldaten. Es heißt, sie vereinte Mitglieder ihres Stammes gegen die Kaja und kämpfte sich bis nach Fahrlicht durch. Interessant. Vielleicht irre ich mich. Gut. Mal wieder ein langer Dialog hier. Aber haben wir letztendlich auch geschafft. Das werde ich. Ich habe gehört, dass Varl und Erend dich auf einer Mission begleiten. Brauchst du meine Unterstützung? Du und Sohm müsst die Basis bewachen, während wir fort sind. So soll es sein. Mögen die 10 mit dir sein. Gut. Ich will noch einmal kurz gucken, was wir hier haben. Ach, das war die Geschichte. Was haben wir hier noch? Hallo? Wieso komme ich denn da jetzt nicht ran? Hä? Gut, irgendwo war doch hier noch ein Fragezeichen, genau. Offenbar kann ich die Tür jetzt öffnen. Gaia? Wieso ist die Tür nicht mit Energie versorgt? Meine aktuelle Betriebsstufe erlaubt mir nur die Funktionalität von Teilen der Anlage wiederherzustellen. Mit der Zeit kann sich das ändern. Okay. Ich trage Elisabeths Anhänger seit Monaten mit mir herum. Doch da wir eine Weile bleiben werden, verstaue ich ihn hier, wo er sicher ist. Elisabeth hat ihr Vertrauen in Gaia gesetzt. Und Gaia setzte ihr Vertrauen in mich. Wenn ich alles schaffe, die Unterfunktionen beschaffen, Falsinith besiegen, die Welt heilen, wäre Elisabeth vielleicht stolz auf mich. Vielleicht. Was haben wir hier? Ah, hier noch die ganzen Bögen, ne? Ich glaube vom ersten Teil. Die Vorräte, ja. Was haben wir hier? Ha. Hier scheint jemand umgeräumt zu haben. Aloy, wie ich sehe, hast du dein Zimmer gefunden. Deine Gefährten dachten, du würdest dich über etwas Privatsphäre freuen. Sehr rücksichtsvoll von ihnen. Das ist das Wegerecht, das Verschaf mir bei der Gesandtschaft gab. Ich mochte ihn. Er war sicher ein guter Mann. Stimmt. Ich glaube, er hat sich wirklich auf sein Zuhause gefreut. Mein alter Speer. Rust hat ihn mir gebaut, als mein Training beendet war. Scheint eine Ewigkeit her zu sein. Leben kann ich den jetzt nicht, ne? Ne, anscheinend nicht. Schade. Gut, gehen wir jetzt zu Fall. Da ist sie ja. Und Erend. Kann es dann losgehen? Gehen wir. Schau uns an. 3 knallharte Veteranen brechen ins Unbekannte auf. Das wird der Hammer. War ja mal wieder klar, dass der Notruf von einem echt steilen Berg kommt. Oh oh. Schaum.
Ui. Ist das zu fassen? Val, sieh nach, ob da drüben etwas ist. Bin dran. Was ist hier passiert, Leute? Wir sehen uns das Schlachtfeld an. Erstmal zu dieser Sehne. Die Kelpen, es gibt offenbar noch mehr Sehnen jetzt, als wir dachten. Du hast tatsächlich einen besiegt. Hätte es fast nicht überlebt. Ich muss einmal kurz was einstellen, und zwar bei den Optionen. Steuerung. Und zwar X-Achse. Mache ich mal ein bisschen hoch und Bewegungsempfindlichkeit noch einen Tick höher. Hey, das ist mir zu schnell, wenn ich ehrlich bin. Warte mal. Leute, das muss ich jetzt einmal kurz einstellen. Sorry dafür, aber könnte man eigentlich spielen. Irgendwie konnten die Rebellen ihren Schild ausschalten. Aber warum war sie hier? Ich kann auf ihre Kommunikation zugreifen, aber ich werde auch das Schlachtfeld scannen. Was war mit dieser irren Waffe der Zenith? Was? Offenbar konnte sie sie gehen lassen. Was hast du für mich? Aber jetzt ist ich habe überall gesucht, noch immer keine Spur vom Ziel. Gut, können wir diese Ding. Sinnlose Suche endlich abblasen? Vergessen wir mal nicht, wer das Ding überhaupt entkommen ließ. Bis Einbruch der Nacht will ich Ergebnisse. Meinst du, du bekommst das hin? Moment. Ich glaube, ich sehe was. Dieses Phantom hatte Anweisungen beim Sichern des Ziels zu helfen. Was dieses Ziel wohl ist? Tja, das ist die Frage, ne? Da war noch was. Das ist faul. Was haben wir hier? Nice. Das Vorratslager. Mal sehen, was ich damit machen kann. Auf jeden Fall nach hier oben. Hier war auch noch was. Hier hatten die Rebellen wohl länger ein Lager. Haben sie die Gegend beobachtet? Ein Osserer mit einem Fokus. Offenbar hat er Daten über die Waffe an jemanden gesendet. Oh. Oh. Die Waffe ist noch heiß.
Ich muss herausfinden, wie sie funktionierte. Aber vorher muss sie abkühlen. Okay. Ich glaube, ich weiß, was hier passiert ist. Ich sollte zurück zu Erend. Erend, mein Freund. Also Seherin des Verborgenen, was hast du rausgefunden? Das war ein geplanter Angriff. Ich fand ein Lager, da oben. Die Rebellen hatten den Ort hier mindestens ein paar Tage lang beobachtet. Sie warteten darauf, dass die Zenith auftaucht. Nur um die Waffe zu testen. Die Zeniths haben einen Schild, der sie unverwundbar macht, aber die Waffe hat ihn ausgeschaltet. Der Osaram, der sie bediente, hat Daten darüber weitergeleitet. Das Ding war wohl nur ein Prototyp. Ich kenne Bastler, die das so machen. Erst ein paar Versuche, bevor es richtig losgehen kann. Es war wohl noch nicht serienreif, als explodiert ist. Sie suchte etwas, das sie verloren hatte. Ihre Drohne hatte den Befehl, das Ziel zu finden. Das Ziel, ist das die Unterfunktion, die wir hier suchen? Luthier? Ich weiß nicht. Dann komm, gehen wir zur Wahl. Gut, gehen wir zur Wahl. Was macht der da oben eigentlich? Ah, Höhle angucken. Da geht's tief runter. Irgendwas hat sich in den Berg gegraben. Sieht frisch aus. Was auch immer das war, es war sehr mächtig. Die Zenith, die die Rebellen töteten, hatte ein gewisses Ziel gesucht. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich schätze, es ist da unten. Na schön, dann mal runter. Erend, du bleibst hier und passt auf. Die Zenith ist nicht die einzige ihrer Art. Ich will nicht überrascht werden, wenn die anderen auftauchen. Melde dich per Fokus, wenn dir etwas auffällt. Okay. Wenn Ärger auftaucht, melde ich mich. Los geht's. Gut, let's go. Hier unten ist eine Ruine der alten Welt. Du sagtest, die Zeniths hätten ihr eigenes Backup von Gaia? Ja, aus dem Testlabor. Vielleicht waren sie hinter Eluthia her. Warte mal. Sie fanden ihr Versteck und sie sendete das Notsignal. Vielleicht. Okay, hier haben wir nichts. Das heißt, wir müssen hier hingehen, ne? Yes. Oh, was haben wir hier? Alles nehmen, na klar. Ist ja heißer Look, Baby. Sieht wie eine Art Rechenzentrum aus. Von der Konsole aus kann man wohl auf alle Systeme zugreifen. So, das scannen wir mal. Textnachricht. Was haben wir hier? Nichts. Okay, dann müssen wir auf jeden Fall darauf zugreifen. Was ist das hier? Sender untersuchen stand da gerade. Da. So einen Sender habe ich noch nie gesehen. Sieht nach Selbstzerstörung aus. Na gut, dann betätigen wir das mal, oder? Das war ein Parsinet-Forschungslabor. Von hier aus wurden kürzlich wohl große Datenmengen gesendet. Von dem Gerät in der Nähe. Und wieder erkunden wir eine Farsinith-Ruine. Wenigstens scheinen dieser keine Killermaschinen zu sein. Stopp. Oder etwas, das du hochjagen kannst. Noch mehr Blaubeeren. Was haben wir hier? Von hier kamen wir doch gerade, hallo? Leicht verwirrt.
Also hier ist nichts. Was haben wir hier? Ein Ring. Aber das ist nicht das, wonach wir suchen, ne? All dieses Zeug. Ich frag mich, was sie hier gemacht haben. Wie ich Falsinith kenne, haben sie hier Erstaunliches entdeckt. Genaueres über das Ziel erfahren? Zu ihrem eigenen Nutzen. Ich glaube nicht. Okay. Ich glaube auf jeden Fall, wir sind in der falschen Richtung, ne? Wenn ich ehrlich bin. Also Orientierungssinn ist gerade gleich null bei mir. Müssen wir hier runter? Ich denke nicht, ne? Von wo kamen wir denn jetzt? Ah, warte mal, hier ist noch eine Tür. Sind wir hier richtig? Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. So wie die in der Zero-Dawn-Ursprungsanlage. Ich glaube, hier sind wir richtig. Ich habe doch gesagt, ich wurde gemacht, nicht geboren. Damit geht das. Eine Maschine. Oh, Menschen. Hier ist ja riesig. Das ist unglaublich. Eine Art Lagerraum. Vielleicht ist das Ziel ja hier irgendwo. Falls ja, konnte die Zenith es irgendwie nicht finden. Sehen wir uns mal um. Nice. Einmal rauf bitte, Aloy, danke. Und hier sind wir auf jeden Fall richtig. Ich kann mir vorstellen, dass auf jeden Fall gleich hier eine Maschine kommt, gegen die wir kämpfen müssen. Was haben wir hier? Vorratslager. Warum bekommen wir eigentlich in letzter Zeit so viele Vorratslager? Das ist mit dem Update, glaube ich, behoben worden. Das war sonst nicht immer so viel. Und ihr habt es ja gesehen in den Steuerkonsole für die Speichereinheiten. Wir spielen hier auf normal. Kann sie uns sagen, das Ziel in einer ist? Tja, finden wir es raus. Alter, wie viel? Gut, finden wir es raus. 236 Behälter werden gelagert. Bitte geben Sie die gewünschte Behälternummer ein. 236? War da nicht eine Zahl aus dem Notrufsignal? Ja. Steht im Protokoll. Vielleicht die hier. Die 10i in. Die 10i in Region. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins ist der Code. Warte mal. Behälter werden gelagert. Bitte geht Fehler. Eins. Behälterlimit überschritten. Okay.
War das nicht 3-2-1? Ich hätte schwören können, ne? Hier ist es nicht. Puh. Das auch nicht. Zwei, drei, sieben. Probieren wir 2, 3, 7. 236 Behälter werden gelagert. Hat geklappt, Leute. War ja mal wieder ein bisschen einfach, ne? Wohl von ihrem Kopf. Aber wieso? Hallo, Elisabeth. Sorry, ich weiß nicht, wie ich dich sonst nennen soll. Mein Name ist Peter. Ich muss mich kurz fassen. Mir bleiben nur ein paar Minuten, bis man bemerkt, dass ich weg bin und ich muss nur das Implantat entfernen. Ich wollte bei dir Schutz suchen, aber... Wenn du das siehst, bin ich wohl tot. Hüte dich vor Versehenes. Sei vorsichtig, sie sind gnadenlos und haben jetzt Eluthia, Artemis und Apollo. Aber ihnen fehlt der Gaia-Kern als Basis. Du musst Erfolg haben, sonst war alles umsonst. Viel Glück und adieu. Also... Sie lebt noch. Wir müssen sie zurück... Oh, oh. Ich wusste es. Sie können fliegen! Aloy! Aloy, kannst du mich hier nicht hören? Was ist los, Erend? Zwei von den Phantomdingern sind runtergefallen. Eins von denen ist auf dem Weg zu dir. Das andere wartet hier oben. Wir kommen hoch. Bleib in Deckung, bis ich da bin. Alles klar. Bring sie in dem Raum in Deckung. Was immer passiert, sie bleibt bei uns. Ich beschütze sie. Gut, Leute, wir sind... Sie vorbereiten, bevor das Phantom kommt. Ja, wir sind... Ich kann es nicht zur Wahl und dem Klon lassen. Darf ich jetzt auch noch was sagen? Ich wollte nämlich das Outro einleiten. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Kommt natürlich morgen wieder am Dienstag. Und dann sehen wir... Und Dienstagvormittag um 10. Da kommt bis zum sie. Mal. Ciao.